Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal heute an Heiligabend. Ich wünsche euch erstmal frohe Weihnachten und euch, euren Familien und euren Freunden wunderschöne Feiertage und einfach ein tolles Weihnachtsfest und auch natürlich schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ein weihnachtliches Video von mir habt ihr ja schon gesehen. Ich hatte letztens 10 Fakten zum Thema Weihnachten in Japan hochgeladen. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, es ist auf jeden Fall nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und heute habe ich einen Weihnachtstag für euch, denn die liebe Anni, die ich letztens auch schon in einem Video von mir vorgestellt habe, hat sich einen eigenen Tag, also eigene Fragen ausgedacht und sie hat mich getaggt. Deswegen werde ich heute diese Fragen nochmal beantworten, bevor es dann auch für mich in den Heiligabend und ins Essen und Geschenke auspacken geht. Seid übrigens auch in den nächsten Tagen dabei, denn dann wird es noch eine große Verlosung geben, aber ich verrate mal noch nichts, sondern sag einfach, wartet ab. So, dann wollen wir mal gucken. Die erste Frage lautet, wenn du dein Weihnachtserlebnis mit nur einem Wort zusammenfassen müsstest, welches wäre das? Fresskoma, ganz eindeutig. Zweite Frage, was ist dein liebster Weihnachtssong? All I want for Christmas is you. Was ist dein liebstes Weihnachtsgebäck? Boah, das ist echt eine gute Frage, das kann ich so gar nicht sagen. Ich liebe Kekse, ich würde alles an selbstgemachten Keksen essen. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, es sind selbstgebackene Kekse. Aber ich kann gerade echt nicht sagen, welche. Wie würde dein perfektes Weihnachtsfest aussehen, wenn dir alle Möglichkeiten offen stehen würden? Boah, das ist eine gute Frage. Ich bin dieses Jahr schon ziemlich zufrieden, dass ich nicht am anderen Ende der Welt bin, sondern zu Hause. Aber was ich auch mal echt cool fände, wäre, weil ich noch nie im Skiurlaub war, einfach mal so ins Skiurlaub zu fahren an Weihnachten. Irgendwo, wo es halt dann auch so richtig schneit und man dann irgendwie in so einer Hütte feiern kann oder so. Mit der Familie halt, das wäre schon echt cool. Frage Nummer 5. Welcher war der schönste Weihnachtsmarkt, auf dem du je warst? Da würde ich auf jeden Fall sagen, es war der in Dresden, der Striezelmarkt, auf dem ich letztens mit einer Freundin von mir war. Wenn euch interessiert, wie es da aussah, den Vlog davon verlinke ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung. Nenne 2 Dinge von deiner Wunschliste. Also dieses Jahr steht auf meiner Wunschliste ganz oben erstmal Geld, weil ich Geld brauche. Und außerdem, was habe ich mir denn noch gewünscht? Ach ja, ich habe mir einen Mixer gewünscht, so zum Smoothies machen und so, weil ich irgendwie schon immer einen kaufen wollte, aber es einfach nie gemacht habe. Wenn du nur eins wählen darfst, Adventskranz oder Tannenbaum? Tannenbaum. Ich finde Tannenbäume einfach so schön, wenn man die so schmückt und die einfach so süß aussehen. Hast du einen Adventskalender? Oh ja, den habe ich dieses Mal von meiner lieben, lieben Freundin und Mitbewohnerin bekommen und den blende ich euch gleich mal ein. Welche Figur wärst du im Film Kevin allein zu Hause? Ich wäre auf jeden Fall Kevin. Was trinkst du am liebsten auf dem Weihnachtsmarkt? Glühwein. Ja doch, ich mag Glühwein eigentlich ganz gerne. Mögt ihr Glühwein? So die Hälfte meiner Freunde trinkt das und die andere Hälfte meiner Freunde findet das total eklig. Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ihr das mögt oder nicht. Wähle gekaufte oder selbstgemachte Geschenke. Es kommt drauf an. Also ich finde selbstgemachte Geschenke echt schön, sowas Persönliches halt. Sagen wir es so, ich finde gekaufte Geschenke cool, wenn es halt wirklich was ist, was man gebrauchen kann, was man sich gewünscht hat. Also wo sich die Leute Gedanken drüber gemacht haben, ob die Person das wirklich gebrauchen kann. Ich finde gekaufte Geschenke uncool, wenn es einfach so irgendwas ist, Hauptsache man hat irgendwas. Ja, wisst ihr, was ich meine? Kann ich gar nicht so richtig beschreiben. Weil dann finde ich persönliche Geschenke cooler. Ich finde eigentlich beides cool, aber es kommt halt wirklich immer drauf an. Ich finde, das Wichtigste daran ist halt wirklich, dass man sich Gedanken macht. Und dann können auch gekaufte Geschenke echt cool und persönlich sein, wenn man halt was kauft, wo man weiß, dass die Person sich da echt richtig drüber freut. In welchem Land würdest du gerne mal die Weihnachtszeit und Silvester verbringen? Gute Frage. Was kommt denn jetzt? In Japan habe ich sie schon einmal verbracht und das war echt cool. Vielleicht würde ich sie gerne mal in Amerika verbringen, weil Amerika auch so ein richtiges Land für Weihnachten ist. Ja, vielleicht Amerika, doch. Eine Sache, die ich im Winter immer in der Tasche habe, ist Handcreme. Weil meine Hände einfach immer so richtig sterben im Winter und so richtig trocken werden. Ich hasse es. Frage Nummer 14. Welcher war dein liebster Weihnachtsfilm, als du ein Kind warst? Boah, ich weiß gar nicht, ob ich einen liebsten Weihnachtsfilm hatte. Also auf jeden Fall Kevin allein zu Hause fand ich immer cool. A Nightmare Before Christmas finde ich cool, weil ich die Zeichnung irgendwie mag. Ich finde es irgendwie cool gezeichnet. Ich finde aber auch, es ist jetzt kein Film, aber ich fand halt immer Weihnachtsmann und Kokage richtig cool, halt die Serie. Wer von euch hat das auch geguckt? Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und die letzte Frage, wie hast du herausgefunden, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt? Boah, pass auf. Traurige Musik. Es war ein trauriger Tag in der Weihnachtszeit 2003, als ich in der 3. Klasse war. Voll spät eigentlich, oder? Oder nicht? Da hat meine Lehrerin so eine Andeutung gemacht,
dass es den Nikolaus nicht gibt. Dann bin ich nach Hause an dem Tag. Ich weiß noch ganz genau, ich war so fertig mit Duschen. Mama hat mir die Haare geföhnt. Dann habe ich Mama darauf angesprochen und gesagt, Mama, meine Lehrerin hat heute gesagt, es gibt den Nikolaus gar nicht. Stimmt das? Mit der Hoffnung in meinen Augen, dass Mama jetzt sagt, nein, Katrin, das stimmt nicht. Was sie sagte, tut mir leid, es gibt ihn nicht. Es hat mir das Herz gebrochen. Und dann kam es noch schlimmer, ja? Dann habe ich gefragt, aber den Osterhasen und das Christkind gibt's doch, oder? Nein, die gibt's auch nicht. Ja, ist schon ein harter Schicksalsschlag. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das erfahren habt. Das würde mich mal echt interessieren, so die verschiedenen Geschichten davon. Okay, das war's auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat der Tag gefallen. Es sind ja noch 2 Tage Weihnachten, also wenn ihr Bock habt, macht auch noch mit. Ich glaube, Anni würde sich auch auf jeden Fall freuen. Und ansonsten, wie gesagt, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bleibt dran, es kommt auf jeden Fall eine Verlosung und es hat was mit Japan zu tun. Deswegen sehen wir uns schon ganz bald in den nächsten Tagen wieder. Lasst dem Video auch gerne einen Daumen nach oben da und mir ein kostenloses Abo, da würde ich mich sehr, sehr, sehr drüber freuen. Und dann verabschiede ich mich für heute. Bis dann!